Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Cyberpunk 2077. Wir sind hier vor dem Ember stehen geblieben und zwar wollen wir uns mit Hanako oder Hanako, keine Ahnung, wie man sie jetzt ausspricht, treffen. Im letzten Part haben wir Johnny, oh guck mal, da hinten ist noch das Karneval. Im letzten Part haben wir Johnny die Kontrolle über unseren Körper gegeben, damit er mit Rogue spricht und das ist ein bisschen ausgeartet. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut doch gerne in den letzten Part. Es gibt kein Zurück mehr. Du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendeten Nebenmissionen und andere Aktivitäten wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Wenn du noch etwas erledigen möchtest, solltest du das tun, bevor du dich mit Hanako triffst. Wirklich? Okay. Wir sind doch noch nicht am Ende der Hauptkampagne. Das wäre ein bisschen kurz. Also wenn ich das jetzt mit The Witcher vergleiche, da gibt es einen richtig großen zeitlichen Unterschied. Aber okay, dann machen wir erstmal ein paar Nebenmissionen. Dann machen wir das mit dem Nierenversagen. Die Mission haben wir ja auch im letzten Part angenommen. Und zwar draußen bei Panam. Dann gibt es jetzt erstmal coole Nebenmissionen. Wo ist denn mein Auto? Da hinten irgendwo wird man... Hier? Ach ja, hier. Ich bin blind. Hallo. Du könntest auch einmal piepsen, wenn ich noch weiter weg bin, damit ich weiß, wo du bist. So, 2,3... Oder warte mal, wie weit ist denn der Auftrag von Judy entfernt? Wir nehmen der begibt dich am Abend zu Judys Apartment. Der ist... Ja, wie weit bist du weg? 2,5. Beide gehen in die Richtung, oder wie? Dann... Nehmen wir erst trotzdem Judy. Einfach, weil ich denke mal, das bleibt in der Stadt und bei Panam dürfen wir wahrscheinlich das Medikament oder die Niere nach draußen bringen und da das ein weiterer Weg ist, machen wir erstmal das. Das Auto haben wir auch im letzten Part gefunden und zwar da, wo wir schon mal die erste oder zweite Mission mit Panam zusammen gemacht haben. Also wo wir ihr noch helfen mussten und noch sozusagen Kollegen waren und nicht Freunde oder zusammen oder wie auch immer man das nennen möchte. Wow, nein, das war gerade so, nein, das hätte so gut enden können. Hätte der jetzt, wäre der jetzt nicht ausgeschlagen. Aber, hätte Fahrradkette, gell? Na gut, warum? Ja, klar, bleibt einfach wieder stehen, danke. Die Autos echt in dem Spiel, KI problematisch, würde ich sagen. Gut, wir beeilen uns mal. So, kann man das auch machen. So. Wird er auf mich geschossen? Okay. Heute irgendwie das Spiel. Das Spiel und die Aufnahme. Das wird wahrscheinlich schon zweimal geleckt haben. Das tut mir leid. Anscheinend macht der OBS gerade irgendwelche Faxen wieder mal. Das Spiel macht auch Faxen. Fehlt nur noch, dass ich Faxen mache. Ja, hier sind wir falsch. Cool. Sehe ich jetzt erst. So, dann geht's wieder runter. Und wir gehen halt hier rein. Ja, genau so. So und nicht anders. Wann lerne ich das endlich? Das war doch keine Absicht. Ja, entspannt euch. Hey, die schießen noch. Alter, was? So. Und die werfen Granaten nach mir. Ey, dieses Auto ist halt auch... Was so enge Kurven angeht. Ich habe 3 Sterne? Warum habe ich 3 Sterne? Entspannt euch mal. Zum Glück bin ich in 300 Metern... Da. So, jetzt hat es kurz im Spiel gelegt. Ist auch nice. So, da hoch. Es ist, wie wir fahren müssen. Oh doch, hier sind wir schon mal lang gefahren. Kann das sein? Irgendwie kommt mir der Weg bekannt vor. Delamain. Das müssen wir auch noch machen. Die Augen auf. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Okay. So.
Dann können wir jetzt endlich mal zu Trudy wieder Hallo sagen. Hallo? Nein! Willst du mich verarschen? Lass mich allein! Willst du mich verarschen? Entschuldigung. Aber irgendwann reicht's auch mal. Hallo? Achso, warte bis abends. Ja, wir warten mal. 4 Stunden später. Wer steht denn da jetzt einfach so einen halben Tag vielleicht rum? Das macht doch niemand. Na gut. Jetzt können wir Hallo sagen. Judy, ich bin's. Komm rein. Hey, du bist nicht Judy. Hallo, Judy? Da bist du ja, sehr gut. Setz dich. Hallo, Judy. Das ist Roxanne. Sie arbeitet schon seit Ewigkeiten im Clouds. Hallo. Hallo, Roxanne. Hey, schön, dich kennenzulernen. Als ich gehört habe, was du im Clouds abgezogen hast, habe ich echt bedauert, dass ich da frei hatte. Wir schaufeln die Gratis-Pizza rein und hauen ab, okay? Kurz mal zu, fühlst du dich besser, Trudy? Du siehst so aus. Autopilot. Ich denk nicht. Ich handel nur. Klingt sinnvoll. Klingt's nicht. Wie geht's dir? Ganz okay. Bin aber etwas traurig. Wer ist das da hinten? Hä? Ich wollte doch noch sprechen? Ach, sie ist das. Den Leichengestank wirst du nie wieder los. Du machst doch viele kalt, oder? Was ist dein Geheimnis? Subtil wie immer. Ist dieser unvergleichliche Feinsinn angeboren? Oh ja. Und trotzdem feile ich ständig daran herum. Übrigens, Forrest ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Oder gestern. Echt? Frag mich warum. Ich glaube, der ist krank. Vielleicht krank? Oder im Lotto gewonnen und zum Mond abgedüst. Mhm. Alles ist möglich. Richtig. Seid ihr zwei bald fertig? Die Revolution plant sich nicht von selbst. Dann hau mal raus. Was ist dein Plan, Julie? Ich hab den Verhaltenschip so modifiziert, dass er Puppen ein Motorreflexsystem verpasst. Macht aus jeder Puppe einen knallharten 1A-Solo-Kämpfer. Faszinierend, oder? Was man alles beim Tunen vorgetäuschter Orgasmen für die Mox lernt. Geh damit bitte raus. Hier drin wird nicht geraucht. Kannst ja später lüften. Egal. Rauche ich halt am Fenster. Besser ist es. Der Körper reagiert, als wäre er perfekt auf Bewegungsabfolgen trainiert. Ich hab's schon an Tom getestet. Die Chip-Impulse ersetzen jegliche natürlichen Reflexe und versetzen den Benutzer in einen Cyberpsychose-ähnlichen Zustand. Aber im Grunde ist es dasselbe, wie wenn wir uns für einen Kunden aktivieren. Hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Ein Solo zu sein ist aber mehr als nur Bewegungsabfolge. Wie bist du darauf gekommen? Fragen wir erstmal das. Nicht? Bist du nur darauf gekommen? Hab gelernt, wie im Clouds die Chips funktionieren. Sie kamen mir schon immer leicht modifizierbar vor. War eher überrascht, dass ich nicht schon in Maikos Büro die Idee hatte. Dein Glück bei all den Kameras und Mikros im Clouds. Die Tiger Claws würden solche Chips eher mit Schraubenziehern aus den Puppen holen, als solche Ideen zuzulassen. Hat das Nebenwirkungen? Jede Tech hat Nebenwirkungen. Das ist nicht neu. Sag schon, was kann passieren? Der Kampfmodus schaltet sich bei Gefahr automatisch ein und kann nicht deaktiviert werden. Das kann ich noch nicht umgehen. Das ist alles? Weiß nicht. Sicher kann man nur sein, wenn man monatelang mit vielen Leuten testet. Und es gibt ein ethisches Problem. Man könnte jemanden umbringen, ohne sich zu erinnern. Solos beherrschen mehr als nur Bewegungsabfolgen. Da laufen mehrere Dinge in Millisekunden ab. Logistik, Entscheidungen. Geht nur mit jahrelanger Übung. Ich wette, die wird ein Chip kaum ersetzen können. Stimmt. Aber was Besseres fällt mir nicht ein. Die Alternative wäre intensives Training, aber die Zeit haben wir nicht. Stimmt auch. Okay, das will ich sehen.
Endlich spricht's jemand aus. Tom? Das habe ich aus einer Kung-Fu-Trainings-Virtu. Ja. Ja. Ich geb's zu, das war cool. Vielleicht für den Marktplatz in Kabuki. Nein, bevor wir ernsthaft übers Geschäft reden, will ich was Handfestes. Du hast ihn doch gesehen. Das war ein Kneipentrick. Ich will einen Kampf. Wir haben doch hier einen Experten für Prügeleien. Ich will sehen, wie Tommy sich gegen ihn schlägt. Och, wie? Das habe ich befürchtet. Aber lasst meine Bude intakt, okay? Ich mag's hier. Ich gebe mir Mühe. Ei? Fangen wir an. Weiß doch nicht mal, wie das funktioniert. Wie blocke ich denn? Ich muss mal ganz kurz, wir schauen mal ganz kurz zusammen hier in die Tastenbelegung. Ja, zielen, scannen, Fotomodus. Ich glaube, das war hier schon, gell? Wir können doch blocken, oder? Blocken, nächste Waffe, ducken. Ducken, zweite Waffe, dritte Fäuste, Nahkampf, vier, schießen, zielen, schneller Angriff. Ja, ducken, das gab's dann immer im Angebot, gell? Dachte ich mir. Was zum... Das, bist du da? Kannst du mich hören? Ja, natürlich. Habt ihr das gesehen, Leute? Hab keine Fragen mehr. Gute Arbeit, Judy. Nicht schlecht, Judy. Hast dich selbst übertroffen. Wenn du den verkaufen würdest, wärst du die reichste Judy der N-USA. Lieber nicht. Gibt genug Tötungsmaschinen auf der Welt. Mehr müssen wirklich nicht sein. Wenn das vorbei ist, zerstöre ich die Chips. Okay. Jetzt glücklich? Bin ich selten. Aber das war Beweis genug. Na gut. Dann fangen wir an. Du hast eine Elite-Truppe aus 3 Kämpfern und einem Techie. Und jetzt? Wir und jetzt. Normale Tiger Claws. Alle machen, entwaffnen, rausschmeißen und das Clouds dann übernehmen. Easy. Die Bosse kriegen ein Ultimatum. Einen Anteil der Profite dafür, dass sie sich nie wieder im Club blicken lassen. Und sich natürlich aus dem Management raushalten. Dachte ich mir. Ein halbgarer, verrückter Plan. Du denkst nicht weit genug im Voraus. Die Sicherheitsleute auszuschalten wird nichts bringen. Die Claws schicken nur mehr. Hiromi Sato ist der, den du willst. Wer ist das denn? Hiromi Sato? Wer ist das? Der echte Clouds-Boss. Zeigt sich fast nie, aber weiß über alles Bescheid, was im Club abgeht. Die Claws vertrauen ihm. Er ist einer von ihnen. Wir können versuchen, ihn zu überzeugen, aber ob er mitmacht, könnte klappen, wenn wir ihm genug Angst machen. Bei Angst machen, da kenne ich mich aus. Wo finden wir diesen Hiromi? In seinem Apartment, H8 Megatower. Ganz oben im Penthouse. Verlässt sein Glashaus fast nie. Aber ich werde rausfinden, wie wir da reinkommen. Okay. Kommen Tom und Roxanne auch mit? Nein. Wir müssen an beiden Orten gleichzeitig sein. Sie kümmern sich um das Clouds. Doppelter Angriff. Das gefällt mir. Okay, das würde Stärke demonstrieren. Das könnte klappen. Wenn wir ihn in seinem Apartment kriegen, wo er sich sicher fühlt, werden die Bosse merken, was wir drauf haben. Na sowas. Da ist mehr in deinem Schwammschädel, als ich dachte. Also, wie bei dir auch. Tom, Roxy, habt ihr euch entschieden? Ich muss noch drüber nachdenken. Ich habe noch nie einen umgebracht. Ich bin sowas von dabei. Wie? Bitte, du mir, kannst du nicht ernsthaft mitmachen willst. Du kannst nicht unsere Hälse für ein paar Nutten riskieren. Warte mal, was hast du gemacht, während ich die Kontrolle dir gegeben habe? Schon wie? Ja, natürlich kannst du auf mich zählen. Bin dabei, Judy. Hatte ich doch schon gesagt, oder? Danke, wie? Spar dir deine Dankbarkeit für später auf. Ich arrangiere das Treffen mit Hiromi und melde mich dann. Dauert ein paar Tage. Bis dahin, winke, winke. Maiko, warte. Nimmst du uns mit? Nur wenn ihr nicht redet.
Ich glaube, ich kriege Migräne. Ja, glaube ich auch. Scheiße. Ich habe Angst, Bee. Das musst du nicht haben. Aber wo wir gerade bei Dankbarkeit sind, das, was ich dich bitte, ist nicht kostenlos, das weiß ich. Ich find's toll, dass du mir helfen willst, aber ich bin bereit, dich voll zu bezahlen. Ich finde das nur angemessen. Nö, also, du hast mir geholfen am Anfang und ich helfe dir, ist doch Ehrensache. Judy, dein Ernst? Nein, davon will ich nichts hören. Aber... kein Wort mehr. Okay, dann gehen wir einfach. Wie? Alles okay? Hey, dieser scheiß Relic. Sieht nicht gut aus. Es geht schon irgendwie. Okay, okay. Geht schon wieder. Alles gut. Was zum Teufel? Wie? Bist du krank? Das Relic... oder Relic-Teil bringt mich um. Ja, mit ihr können wir auch offen sind. Wir haben zur Panam schon die Wahrheit gesagt, dann warum zu ihr nicht auch? Erinnerst du dich an den Job für Evelyn? Den Relic, den ich klauen sollte? Wie könnte ich das vergessen? Dieser Biochip. Um es kurz zu machen, da war Johnny Silverhands Verstand drauf. Ein Engramm, das meinen überschreibt. Ist nicht dein Ernst? Ich wünschte, so wär's. Fuck. Und kannst du irgendwas tun? Hoffentlich. Es ist spät. Du bist müde. Wenn du willst, kannst du auf der Couch schlafen. Gerne. Klingt super. Danke. Gar kein Problem. Fühl dich wie zu Hause. Eine gute Nacht, Judy. Am nächsten Morgen? Am übernächsten Morgen? Wie lange haben wir denn gepennt? Und wo ist Judy hin? Judy, Morgenschlafmütze. Muss los, wollte dich nicht wecken. Hab dir Frühstück da gelassen. Guten Hunger. Oh, sehr lieb. Wo gibt's Essen? Ist das Frühstück? Ey, sehr lieb. Nehmen wir. Verlass das Gebäude. Warum? Wenn wir... Hat Ahnung von Roboter. Wusste nicht, dass sie Ahnung von Robotik hat. Okay, das ist echt geil. Und das macht sie zur Entspannung? Nach einem langen Tag Hardcore-Pornos-Tune? Warum nicht? Oh, interessant. Sieht aus wie in einem Antiquitätenladen hier. Dann passt du ja prima ins Dekor. Die Braut hat... Der ist... Mehr hast du nicht zu sagen? Und sie ist ganz ansehnlich. 6 von 10. Ich würde sagen 11 von 10. Ich mache mal eine ganz kurze Pause. Für euch geht's gleich weiter. Moment. So, da machen wir weiter bei Judy. Entschuldigt doch die kurze Unterbrechung für die letzten 10 Minuten. Hoffe ich mal, kriegen wir das einigermaßen hin, hier noch ruckelfrei durchzukommen. Aber ich habe jetzt mal was umgestellt, was eigentlich empfohlen wird, nicht umzustellen. Deswegen bin ich mal gespannt. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir hier nur die 10 Minuten haben. Aber angeblich soll dadurch weniger Drop-Frames entstehen. Dafür ist die Latenz ein bisschen höher. Ich weiß gar nicht, ob das einen großen Unterschied macht, weil es gibt ja keine Cam, die ich irgendwie separat hier noch aufnehmen muss. Deswegen... Achso, ich muss eine neue Quest auswählen. So, wir warten jetzt, bis Judy uns anruft. Sprich mit nix, keine Ahnung, wer nix war. Lies die Nachricht vom unbekannten Absender. Finde die Datenbank. Wir haben halt noch so viele Nebenquests. Hier, der Auftrag. Hol dir die Belohnung im Ripperdog-Inventar. Ah, das kennen wir. Was? Beschaffe den Pink-Quick-Hack von dem Netrunner. Bedrohung niedrig, dann machen wir doch das mal. Wo müssen wir dazu hin? Hier, Joka, gut, dazu brauchen wir ein Auto. Wir nehmen wieder unseren Sportschlitten, den wir schon häufiger geschrottet haben als jedes andere Auto. Aber vielleicht funktioniert's ja. So. Und wir, So, Moment. Ja, Entschuldigung. So, jetzt geht's mit Vollkaracho.
Zudem... Ja. Ey, die Bremsen von den Autos sind halt... Als wären sie nicht vorhanden. Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe an ihrer Position verschwunden. Ist mir egal. Ich habe Wichtigeres zu tun. Aua. ...über die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Ja, ist ja in Ordnung. Oh, Ich habe keine Worte mehr für dieses Auto. Es ist zwar schnell auf der Geraden und bei großen Kurven, wenn man... Irgendwie war das cool. Bei großen Kurven, wenn man nirgendwo gegenkommt, dann ist auch alles in Ordnung, aber... Ach nö, jetzt haben wir... Jetzt genau haben wir... Ja, komm. Wir fahren einmal im Kreis. Und das ist ein bisschen laut, die Musik. Ey, mein Fahrstil ist echt, da kann man bald ein Video machen, der schlechteste Fahrer in Night City. Und das wäre gerechtfertigt. So, nein, das möchte ich nicht. Abschießen, die Polizei abschießen, ist eine scheiß Idee, habe ich das Gefühl. Geht vielleicht kurz, wenn man eine Verschnaufspause braucht, aber insgesamt würde ich sagen, eher schlechte Idee. So, pass auf, jetzt gehen wir hier hin und dann haben wir es hoffentlich. Hallo? T-Bug hat mir gesagt, ich soll hier was abholen. T-Bug schickt mich. Sollst du was für mich haben? Ist also weh. Weiß nicht, ob du schon Bescheid weißt. Echt traurig. Sie hat einen Demon für dich hinterlegt. Geschenk aus dem Jenseits. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ein... was? Ich habe ein Militech Paroline. Sollte reichen. Hm. Nicht schlecht. Für Anfänger. Hey. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Auf einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Den hier kriegen wir, gell? Ja, dann gib doch her. Der Rest ist teilweise teuer, dass sie bewegt sich auf deine aktuelle Position zu. Macht ihn blind. Ruft ein feindliches Teammitglied herbei. Hä, was macht das für einen Sinn? Zeigt Gegner und Geräte, die dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Nicht tödlich, löst beim Ziel Brennen aus und verursacht hohen anhaltenden Schaden. Wenig effektiv gegen Drohnen, Mechs und Roboter. Aber dafür gegen die menschlichen, oder? Löst beim Ziel Brennen aus? Dasselbe, oder? Ja. Warte mal. 74. Chemieschaden, nicht tödlich verursacht. Niedrigen Schaden sowie Vergiftung. Breitet sich auf 2 Ziele in einem Radius von 8 Metern aus. Nehmen wir auch mal. Kommen wir nehmen beides mit. Schockschaden, nicht tödlich. Sehr effektiv, ja, aber gegen Roboter vor allem. Okay, weißt du was über seinen Tod? Was hast du über T-Bugs Tod gehört? Die Wahrheit. Wurde ausgeschaltet. Wie alle, die sich mit Arasaka anlegen. Ihre Leiche wurde mit verkohltem Nervensystem gefunden. Weißt du, wie sich das anfühlt? Nein. Weiß ich nicht. Angeblich so, als würde man von 1000 Messern erstochen werden. Kann mir keinen schlimmeren Tod vorstellen. Die Ärmste. Ich mochte sie. Ich auch. Okay, dankeschön. Wie rüste ich die jetzt aus? In einem Cyberdeck ausrüsten. Inventar. Ne, warte, wo kriege ich denn mein Cyberdeck? Wähle den Cyberdeck-Slot in deinem Inventar. Ah, hier, Cyberware. Und jetzt, Cyberdeck. Betriebssystem? Nee. Ich weiß halt, was steht hier? Was sieht denn gerade so aus? Irgendwie sieht hier nichts. Frontaldeck? Nee. Und den Mod-Bildschirm. Warte mal, das ist halt, wenn das überdeckt wird, ist halt scheiße. Habe ich hier was? Nö. Was gibt denn hier? Epische Komponenten? Gibt noch nicht einmal das, okay. Cyberdeck. Keine Mods verfügbar, keine Mods verfügbar. Hier anscheinend verfügbare Mods 4. Ah, guck mal. So. Kurzschluss. Was habe ich hier? Optik Neustart. Zeigt Gegner und Geräte an, die im lokalen Netzwerk verbunden sind.
Was habe ich hier? Kurzschluss. Ja, mach das hier mal. Da. Ne, warte, das hier? Für das hier. Ja, okay. Dann lassen wir es so. Deswegen, da brauchen wir eins, was mehr ausrüsten kann. Dann haben wir da auch mehr. Lade den Ping-Demon in die Kamera hoch, um den Zugangspunkt zu finden, was? So, hier. Ping. Da hinten ist der Zugangspunkt. Und was ist jetzt der Zugangspunkt nochmal? Ding? Ach hier, das Ding. Und da kann ich jetzt, 1C brauche ich, cool. 1,55. Terminal verlassen. Okay, trifft dich mit, achso, die Quest ist fertig. Okay. Das Geschenk. Da, ja. War ein Geschenk, wirklich. Aber ob das ein gutes Geschenk war? Hm, ich weiß ja auch nicht. Es ist zwar jetzt nichts, vor dem man sich fürchten braucht. Also man stirbt nicht gleich, aber gibt auch bessere Geschenke, wie ich bekommen habe. So, wir schauen weiter. Und zwar Inventor. Ja, oh, wir haben was für Gesicht. Ja, nehmen wir doch Panzerung. Das sieht doch viel besser aus. Kappa. Entschuldigung. Trifft dich. Ja, die, das ist die Hauptmission. Warum? Ich würde die kann die machen. Sprich mit Missy. Finde. Ja, die Graffitis machen wir nicht. Versuche mit Barry zu sprechen. Ach, das war der Typ, der in unserem Haus da gelebt hat, gell? Ja. Können wir da hin teleportieren? Ne, wir müssen fahren. Okay, dann machen wir uns da noch auf. Und im nächsten Part sprechen wir dann mit ihm. Weil ich denke, wir brauchen kurz einen Moment dahin. Ja, 800... Ey, diese Bremse von dem Auto, die ist nicht existent. Ich glaube, uns bremst mehr die, der physikalische Grundsatz von Reibung und kinetischer Energie. Also thermischer und kinetischer Energie, als irgendwie Bremsen, die hier an dem Auto sind. Weil wenn ich nichts mache, dann merkt ihr ja, das ist diese Energie. Und wenn ich bremse, ja, ist das minimal. Minimal. Vielleicht wurden da so Rollerbremsen installiert. Was soll der Scheiß? Ja, das frage ich mich auch. Warum, Entwickler? Warum ist das Auto so vergleichsweise schlecht? Wollt jetzt nicht sagen, direkt schlecht. Ich bremse halt mehr, wenn ich gegen die nächste Mauer fahre, als wenn ich irgendwie anders vorgehe. So, pass auf. Zack. Und hier. Und. Hi. Huch. Habe ich da gerade Nitro? Oh nein, 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 nein. Ich renne da einfach vorbei, Leute. Ich bin. Nee, so. Ich kann die Drohne nicht ausschalten. Hallo, hallo, hallo. Hey, wie geht's? Alles gut? Ja, bei mir auch. Cool. Scannt, ja, mach mal. Entschuldigung, schlecht. Ganz schlecht. Ich hab doch gar nicht vor, dir was zu tun. Komm, wir bleiben jetzt hier. Happy Together. Das ist auch ein schöner Name für eine Quest. Bitte geh nicht hier rum. 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 Au, das war's. Hilfe. Ich könnte ihn natürlich auch ausschalten, aber das ist nicht das, was ich möchte. So, pass auf, wir springen hier rüber. Ach, hier haben wir keine Bilder gemacht. Feuer! Oh, ich wollte eigentlich das Polizei... Ja, war eine dumme Idee. Warum habe ich mir das nicht denken können? Ja, ich gehe mal kurz über die Straße. So, bin ich hier in Sicherheit? Ich sehe zumindest gerade keinen Gegner. Ich weiß nicht, wie lang ich... Okay, wir sind außerhalb der Reichweite. Gut, dann können wir jetzt wirklich hoch zu ihm und den Aufzug benutzen. Ey, das sieht so cool aus. Wobei, komm, wir machen hier Schluss. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Im nächsten Part fangen wir an, mit Barry zu reden und machen noch ein paar weitere... Nebenmissionen, wollte ich sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.